Ich begrüße euch alle recht herzlich zu diesem ersten Kurs in Biologie, den ich euch nun vorstellen werde. Und wir gehen auch gleich in die Vollen und starten mit einem Grundprinzip der Biologie, nämlich mit der Evolution. Jeder von euch hat schon einmal was von der Evolution gehört, doch trotzdem kommt es mir so vor, als wüssten doch die wenigsten, um was es wirklich geht und verstehen eigentlich das grundlegende Prinzip der Biologie, nämlich die Evolution, eigentlich überhaupt nicht richtig. Um das Ganze mal etwas klarer zu machen, habe ich hier mal ein Bild für euch. Ihr kennt bestimmt alle dieses Bild, auf dem der Affe langsam zum Menschen wird. Und habt es schon mal irgendwo gesehen, im Biologiebuch oder irgendwo in einem Naturkundemuseum. Das Ding ist jetzt, dass es auch falsch verstanden wird, dass nicht der Affe eines Tages dachte, ich möchte gerne meine DNA so verändern, dass ich einmal auf zwei Beinen gehen kann, so einen Stock halten kann oder Werkzeuge halten kann, und weil das ziemlich cool wäre. Nein, so war es nicht. Das ist ganz und gar nicht richtig, denn so funktioniert Evolution nämlich gerade nicht. Die DNA macht sich keine Gedanken darüber, wie sie ist und wie sie gerne sein will, sondern es passieren zufällige Mutationen im Genom, in der DNA, wodurch zufälligerweise irgendwann mal ein Affe ein bisschen aufrechter laufen konnte als seinen Vorfahren, und dann konnte einer zufälligerweise von diesen ganz vielen Affen, die dann so laufen konnten, konnten ein paar so laufen, und irgendwann waren ein paar fähig, ihre Hände wirklich zu benutzen, damit zu jagen und Tiere zu fangen und Stöcke in die Hand zu nehmen. An einem weiteren Beispiel mache ich das mal noch ein bisschen klarer. Manche Leute glauben, dass Evolution so funktioniert, dass wir hier jetzt zum Beispiel einen Baum haben. Das heißt, manche Leute haben das geglaubt früher, dass wir hier einen Baum haben. Der Baum hat Blätter und der Baum hat, sagen wir mal, rote Früchte, vielleicht Kirschen. Okay, sehr schöner Baum. Dann gab es mal irgendwelche Tiere, wir sagen mal, es ist irgendwie sowas Graues, also was Eselähnliches. So. Und manche Leute glaubten früher, dass jetzt so verschiedene Tiere gab, und die Tiere wollten an diese Früchte ran. So, jetzt kamen die da nicht ran. Dann haben sie sich immer weiter angestrengt, und dann irgendwann ist der Hals einfach länger geworden, dachten sich diese Menschen, ja. Naja, ist so lang, und noch nicht ganz, haben sich noch weiter angestrengt, und irgendwann war der Hals halt einfach lang genug, und sie sind wie Giraffen-ähnliche Tiere dann an diese Früchte rangekommen. Aber nein, genau so verläuft Evolution nämlich nicht. Das ist genau die falsche Vorstellung. Die DNA denkt sich nämlich nicht, ach, das ist aber unpraktisch, ich komme jetzt nicht ran, also strenge ich mich so viel an, dass ich irgendwann da rankomme. Nein, die DNA denkt, wie gesagt, nicht. Die DNA ist einfach da, und es passieren zufällig Veränderungen in der DNA, wodurch ein Hals irgendwann länger wird. Aber es hat nichts mit dem Willen zu tun, nichts mit dem Willen dieses Tieres oder der DNA. Das ist ganz und gar nicht, wie Evolution funktioniert. So, jetzt haben wir schon so viel darüber gehört, wie Evolution nicht funktioniert, dass wir jetzt endlich mal damit anfangen, wie sie funktioniert. Und ganz grundlegend für die Evolution, ganz grundlegendes Prinzip der Evolution ist die natürliche Selektion. Darauf beruht die gesamte Evolution. Und die natürliche Selektion passiert auf der Grundlage von Variation innerhalb einer Art. Ja, was bedeutet das? Variation, ihr kennt das. Das findet ihr überall. Ihr zum Beispiel seht nicht aus wie alle eure Mitschüler. Nicht alle sind groß. Manche sind groß, manche sind klein, manche haben blaue Augen, manche haben braune Augen. Das ist die ganz natürliche Variation innerhalb der Menschheit zum Beispiel. Ihr kennt das. Nun ist es halt so, dass manche Variationen eben keine Rolle spielen oder eben doch eine Rolle spielen. Und dafür gibt es ein berühmtes Beispiel, nämlich das Beispiel der Birkenspanner. Das sind sowas wie Motten. Und diese Birkenspanner, die existieren in ganz vielen verschiedenen Variationen. Zum Beispiel male ich euch einfach mal ein paar auf, wie die aussehen könnten. Ja, also hier haben wir jetzt mal den Körper. So, dann haben wir hier die Flügel der Birkenspanner. Mal einer. Dann mache ich mal gleich noch einen. Und die haben auch alle solche Flügel. Fühler. Okay, und hier noch einen. Und dann zeige ich euch mal, wie ungefähr Birkenspanner aussehen können. Naja, ihr habt jetzt Birkenspanner, die haben zum Beispiel lauter so graue Flecken. Dann habt ihr welche, die haben dazu noch weiße Flecken.
Okay, also habt jetzt, ihr seht, ihr habt ganz viele verschiedene Variationen von diesen Birkenspannern. Und es ist ganz natürlich, es kommt einfach so vor, wie es bei euch vorkommt, dass jemand braune oder eben blonde Haare hat. Das muss auch gar nicht unbedingt irgendeine Rolle spielen, solange sich die Umwelt nicht verändert, leben diese Birkenspanner einfach nebeneinander her. Keiner hat einen Vorteil, keiner hat einen Nachteil. So, und was jetzt passiert ist, ist aber Folgendes. Während der industriellen Revolution in England zum Beispiel, hatten verschiedene Motten Nachteile. Es kam daher, dass sich die Umwelt verändert hat. Und das ist ziemlich wichtig bei der Evolution. Meistens ergeben sich Vorteile für bestimmte Variationen einer Art. Zum Beispiel jetzt für dieses, dieses oder dieses. Das ist vorher nicht bestimmt. Und es ergeben sich dadurch Vorteile, dass sich die Umwelt um diese Tiere drumherum verändert. Während der Revolution war es nämlich so, dass sich der ganze Ruß, der aus den Schornsteinen der großen Fabriken ausgeschleudert wurde, hat sich auf die Bäume gesetzt. Ich mal eben einen Baum hin. Okay. Also bevor die industrielle Revolution da war, gab es halt Bäume, die sahen irgendwie so aus, dass diese Motte sehr, sehr gut versteckt war. Also ungefähr so. Und es war alles gut. War sehr gut versteckt. Denn was ist denn die Strategie dieser Motten? Naja, sie wollen sich verstecken vor den Vögeln, damit sie nicht gefressen werden. Und damit sie in Ruhe Nachwuchs produzieren können, um die Art zu erhalten. Das ist ja deren Strategie. Also waren sie vor der Revolution sehr gut versteckt. Auch der hier war sehr gut versteckt, wenn er sich da auf den Baum gesetzt hatte. Nun aber hat die Revolution eingesetzt und die Bäume wurden alle schwarz. Und diese ganzen Punkte wurden schwarz. Und die Bäume waren plötzlich schwarz, bedeckt von all dem Ruß, der aus den Schornsteinen kam. Das bedeutet, plötzlich waren diese weiß-grau gepunkteten Motten sehr gut zu sehen. Die Vögel kamen und fraßen diese Motten. Das bedeutet, die konnten sich gar nicht mehr fortpflanzen, weil sie einfach vorher schon gefressen wurden. Die gab es einfach nicht mehr. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was denn dann der Vorteil von diesem kleinen Freund hier war. Nämlich, der war einfach zufällig. Wir haben schon gesagt, es ist reiner Zufall. Seine DNA war zufällig so gesteuert, dass er eben nicht so viele Punkte hatte. Und war auf den Bäumen einfach nicht so gut zu sehen, auf den schwarzen Bäumen. Die Vögel sahen ihn einfach nicht so gut und haben deswegen häufiger diese beiden Freunde hier gefressen als den hier. Er hatte einfach zufällig durch seinen Körper, dadurch, dass er wenige Punkte hatte, besser geschützt vor den Fraßfeinden, vor den Vögeln. Dadurch hatte er den Vorteil, dass er sich nahezu ungestört vermehren konnte und dass es dann immer mehr Motten gab, die diese DNA trugen, die er hatte und dementsprechend mehr Motten, die weniger Punkte hatten. Also merkt euch, es war nicht so, dass diese beiden nur noch gefressen wurden und die gar nicht. So war es nicht. Nur wurden diese viel, viel häufiger gefressen, weil die Vögel sie einfach viel besser sehen konnten als diese. Und deswegen hatte dieser Freund hier viel mehr Möglichkeiten, viel größeren Vorteil gegenüber den anderen beiden und konnte sich durchsetzen. Das bedeutet, man sagt, die Selektion, die Evolution hat selektiert für diese Motte. Und die anderen beiden hatten eben Pech. Wir machen gerade mal noch hier ein Kreuz durch. Der hier hat es auch nicht überlebt. Und deswegen hat die Evolution diesen Schwarzen hier bevorzugt. Sie hat selektiert für diese schwarze Motte. Und auch wenn ihr es jetzt schon gar nicht mehr hören könnt, möchte ich darauf trotzdem mal bestehen und noch einmal sagen, beziehungsweise die Frage stellen, wie war das denn jetzt? War jetzt irgendeine intelligente Macht dahinter, die gesagt hat, es ist viel schlauer, wenn die Motten jetzt schwarz aussehen, weil die Bäume schwarz sind. War da jemand, der hat es gesagt? Nein, war es nicht. Es ist der Prozess einfach, der passiert ist. Natürliche Selektion hat dafür gesorgt, dass die Motten, die einfach ganz wenige Punkte haben und die deswegen zufällig auf diesen jetzt entstehenden schwarzen Bäumen besser geschützt waren, sich durchgesetzt haben und viele neue Motten eben durch Fortpflanzung produziert haben. Es hat aber nichts damit zu tun, dass jemand im Vorhinein sagte, jetzt ist es schlauer, schwarz zu sein. Überhaupt nicht. Die Schwarzen hatten einfach nur den größeren Vorteil und haben sich deswegen durch ihre Variation gegenüber ihren anderen Mitmotten durchgesetzt. Und es ist einfach ein reiner Zufall gewesen am Anfang, der ihnen zum Vorteil wurde in der sich ändernden Umgebung. Also, keine Macht dahinter, keine schlaue
DNA dahinter, die sagt, jetzt ist das und das schlau, sondern einfach reiner Zufall, der sich dann als Vorteil erwiesen hat und der einfach rein durch weniger gefressen werden von den Motten dann dazu führt, dass diese Form, diese Variation, diese schwarze Variation der Motten sich endgültig durchsetzt. Also jetzt könnt ihr sagen, ja, aber das kann mir jetzt jeder erzählen, dass da früher Motten waren, die sich so verändert haben. Ich will das aber auch wie kann ich das denn jetzt mal in wirklicher Zeit sehen? Und das beste Beispiel hierfür ist die Grippe. Denn die Grippe ist ein Virus, der sich so schnell verändert, bei dem Evolution so schnell vonstatten geht, dass wir sie förmlich sehen können. Gut, dann fangen wir mal ganz vorne an. Was ist überhaupt ein Virus? Da gehen wir mal kurz drauf ein, nicht zu viel, denn das wird in späteren Videos nochmal erklärt werden. Also wir haben hier RNA oder DNA, was auch später nochmal erklärt wird. Und um diese Information drumherum, also ist ja die Erbinformation aller Organismen, ist ein Käfig aus Protein, der diese RNA oder DNA beschützt. So, machen wir mal so ein paar Dreiecke noch. Okay, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was gemeint ist. Ungefähr zumindest. Und diese Viren sind nicht wirklich Lebewesen. Man ist sich noch nicht ganz einig, aber im Grunde sagen die meisten Experten, Viren sind dann keine Lebewesen, denn sie haben nicht wirklich das, was eine Zelle hat. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel, sie haben keine eigene, sie können keine eigene Energie produzieren. Sie brauchen Wirtszellen, zum Beispiel uns, um zu überleben. Sie missbrauchen uns für ihr Überleben. Und was passiert jetzt jedes Jahr? Naja, es gibt ja jedes Jahr so eine Grippewelle, das wisst ihr alle. Und diese Grippewelle besteht aus Viren, eben aus Grippeviren. So, ich mache diese Viren mal jetzt so rund einfach. Und wie in allen Dingen der Natur finden wir wieder Variationen. Wir haben das vorhin gesehen bei den Motten mit der verschiedenen Anzahl an Punkten, mit der verschiedenen Farbe an Punkten. Und bei den Viren kennzeichne ich diese Variation jetzt mal mit Punkten. So, hier hätten wir jetzt mal Viren mit jeweils immer 2 Punkten. So, jetzt haben wir allen Viren mal 2 Punkte aufgemalt. Und was passiert nun? Naja, ihr kennt das ja, das Immunsystem, unser Immunsystem, worüber auch noch spätere Videos, was auch noch in späteren Videos Thema sein wird und was auch ein sehr großes Thema ist. Aber naja, der Punkt ist, unser Immunsystem erkennt dieses Virus. Jedes Jahr gibt es eine Grippewelle und unser Immunsystem erkennt dieses Virus. Und zwar genau dieses, mit den 2 Punkten drauf. Genau dieses wird erkannt und natürlich getötet, sodass es uns nichts mehr antun kann. Denn ein Virus in sich zu haben ist natürlich nicht besonders toll. Man wird krank, man bekommt Halsschmerzen, man bekommt Fieber und unser Körper kann das überhaupt nicht vertragen. Deswegen wird er getötet. Das Blöde an einem Virus ist jetzt aber, und das macht Viren aus, sie können sehr, sehr schnell sich verändern. Sie haben eine sehr hohe Variation in sich. Das bedeutet, Viren sind in der Lage, sehr schnell zum Beispiel jetzt mal 3 Punkte zu bilden oder nur 1. Und was ist nun die Folge davon? Ihr könnt es euch denken. Plötzlich erkennt das Immunsystem diese neuen Variationen nicht mehr. Und nochmal die Betonung darauf, alles ist zufällig passiert. Zufällig haben jetzt ein paar Viren einfach diese Variation hier und unser Immunsystem erkennt es nicht. Und unser Immunsystem selektiert sehr, sehr stark aus. Und zwar diese hier werden sehr stark ausselektiert. Und jetzt plötzlich haben wir aber die und die werden einfach nicht erkannt vom Immunsystem. Und das wird dann zum Problem für uns. Was jetzt passiert, ist, dass diese ganzen Viren tot sind und diese leben. Und naja, der Vorteil für diese Viren ist jetzt nun, das Immunsystem erkennt sie erstens nicht, das ist ein Vorteil. Und zweitens können diese Viren ungestört sich ausbreiten, denn sie müssen noch nicht mal mit diesen hier konkurrieren. Die sind ja tot. Das bedeutet, sie sind ganz alleine und können sich ganz alleine ausbreiten in den gesamten Organismus, in dem sie gerade sind. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für diese Organismen, die diese zufällige Variation tragen und deswegen nicht vom Immunsystem erkannt werden. So, und was jetzt passiert ist natürlich im nächsten Jahr, wenn wieder eine neue Grippewelle ist, haben wir ganz viele von diesen Grippenviren. Und nun kann der Körper natürlich diese alle erkennen und bekämpft dann die. Und das bedeutet, wir haben uns angepasst und jetzt werden diese bekämpft. Und natürlich passiert dasselbe wieder. Es wird wieder eine Variation geben. Und ihr könnt es ja sehen, jedes Jahr gibt es eine neue Grippewelle und ihr seid wieder nicht immun gegen diese Viren, denn die haben sich so schnell verändert,
Und eben nicht über Jahrmillionen hinweg, wie wir das eigentlich von der Evolution gewöhnt sind. Nein, die haben sich so schnell verändert, dass ihr das über ein Jahr hinweg schon sehen könnt. Dass wir uns nun wieder an eine neue Krippe gewöhnen müssen. Unser Immunsystem lernt eine neue Grippewelle kennen. Und lernt sie zu bekämpfen. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Es gibt wieder Variationen. Wir haben dann vielleicht Grippeviren mit 4 Punkten. Lassen wir mal 4 Punkten malen. 4 Punkte. Und dann müssen wir unser Immunsystem wieder darauf einstellen. Das ist Evolution im jährlichen Rhythmus. So könnt ihr Evolution live erleben, sozusagen. Ein weiteres Beispiel, was man im Zusammenhang mit Evolution immer wieder gerne anspricht, sind Bakterien und Antibiotika. Ihr kennt das. Das sind jetzt Bakterien, das sind diese kleinen Organismen, die fast überall leben und man überall finden kann. Die sehen ganz verschieden aus. Bei mir sehen sie jetzt halt mal so aus. Und Bakterien sind ein kleiner Lebewesen mit eigenem Stoffwechsel im Gegensatz zu Viren und die einem selbstständig lebensfähig sind. Wenn man nun als Mensch davon spricht, dass man eine Infektion hat, dann kann es sich um 2 Arten handeln. Es kann entweder eine Virusinfektion sein, wir haben vorher über Viren schon etwas gehört, oder aber es kann eine bakterielle Infektion sein. Und wenn man eine bakterielle Infektion hat, dann bekämpft man die mit Antibiotika. So, mit Antibiotika. Ihr kennt das, habt ihr bestimmt auch schon mal genommen. Antibiotika. Verschreibt euch euer Arzt. Und Antibiotika tötet Bakterien, sodass sie euch und eurem Körper nicht mehr schaden können. Wenn ihr jetzt zum Arzt geht und ihm sagt, naja, ich habe eine bakterielle Infektion, verschreiben Sie mir doch bitte Antibiotika, dann sollte das aber nicht einfach so wahllos verschrieben werden. Und der Arzt sollte genau darüber nachdenken, ob er Antibiotika verschreiben sollte und ob es wirklich nötig ist, denn es gibt ein kleines Problem mit Antibiotika und das hat mit Evolution zu tun, denn je mehr Antibiotika man nimmt, desto eher selektiert man für antibiotikaresistente Bakterien. Und antibiotikaresistente Bakterien sind natürlich sehr gefährlich. Ich möchte hier nochmal auf die Formulierung achten. Man kreiert dadurch, dass man Antibiotika nimmt, keine antibiotikaresistenten Zellen. Aber man selektiert für die Zellen, die antibiotikaresistent sind. Wie genau funktioniert das jetzt? Wir malen uns erstmal nochmal ein paar Bakterien auf. So. Oh, viele grüne Bakterien. Upsala. Viele grüne Bakterien, so. Und immer mal wieder passiert es, dass man hier ein Bakterium hat, das ein bisschen anders ist als alle anderen. Machen wir hier mal blau, schauen wir mal blau da. Und hier noch ein grünes. So, das ist ein bisschen anders als alle anderen Bakterien, dieses blaue Bakterium hier. Es hat auf seiner DNA eine ganz leichte Veränderung. Wir kennzeichnen das mal noch hier durch so ein Kreuz. Hat eine leichte Veränderung auf der DNA, aber ist eigentlich soweit genau wie die anderen Bakterien, das macht uns genauso krank und ruft dieselben Symptome hervor. Aber es ist ein kleines bisschen anders als die anderen. Was jetzt passiert, wenn jeder einfach anfängt, Antibiotika zu nehmen, wenn er eigentlich gar nicht wirklich krank ist? Denn der Körper kann ja auch Krankheiten alleine bekämpfen, man braucht nicht immer Antibiotikum gleich. Wenn nun aber jeder anfängt, immer Antibiotika zu nehmen, dann passiert Folgendes. Wir nehmen Antibiotikum, das gegen die grünen Bakterien sehr gut wirkt und diese tötet. Das blaue Bakterium ist halt ein kleines bisschen anders und kann nicht getötet werden. Und deswegen überlebt das blaue Bakterium. Was passiert jetzt aber? Jetzt kommt es dazu, dass dieses blaue Bakterium, was wir hier haben, was einen kleinen Vorteil hat und nicht von dem Antibiotikum getötet werden konnte, kann sich nun wahllos vermehren in eurem Körper. So, deswegen malen wir uns jetzt mal ganz viele blaue Bakterien hier hin. So, hier haben wir ganz viele blaue Bakterien. Genau. Diese blauen Bakterien können sich jetzt wahllos im Körper vermehren, denn wir haben ja durch das Antibiotikum, das wir einnehmen, alle grünen Bakterien getötet und damit alle Konkurrenz, die diese blauen Bakterien vorher hatten. Und jetzt haben sie einfach keine Konkurrenz mehr und können alle guten Sachen, die in eurem Körper so rumschwirren, alleine für sich benutzen und reproduzieren sich unglaublich schnell. Auch hier ist wieder dasselbe Prinzip wie die ganze Zeit schon. Das kennt ihr jetzt bestimmt auch schon auswendig, trotzdem werde ich es noch einmal sagen. Hier ist es genauso, dass, wie vorher, dass es jetzt keine schlaue Macht gab, die gesagt hat, so, das blaue Bakterium hier ist jetzt das Auserwählte und seine DNA wird leicht verändert werden, sodass es resistent ist
gegen das Antibiotikum, was eingesetzt wird. Nein, ganz und gar nicht. So funktioniert Evolution, wie gesagt, nicht. Es war so, dass zufälligerweise in diesem blauen Bakterium, das wir vorhin gesehen haben, in diesem einen Bakterium, das, naja, einmal in einer Milliarde vorkommt, eine kleine Veränderung stattgefunden hat. Und diese kleine Veränderung hat zufällig dazu geführt, dass das Bakterium einen Vorteil hatte gegenüber seinen grünen Konkurrenten. Nämlich den Vorteil, dass es resistent gegen dieses Bakterium war. Gegen das Antibiotika war. Genau. Und jetzt haben wir ein Problem, denn diese Bakterien sind nun gegen unser Antibiotikum, das wir einsetzen, resistent. Wir können mit unserem Antibiotikum nichts mehr bewirken. Wir haben also antibiotikaresistente Bakterien. Antibiotikaresistent. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und es ist auch zunehmend ein Problem in der Medizin, dass man antibiotikaresistente Bakterien aus Versehen erzeugt ist das falsche Wort, denn man erzeugt sie ja nicht. Wir wissen, wir erzeugen sie ja nicht, da ist kein Wille dahinter, sondern wir selektieren aus Versehen für antibiotikaresistente Bakterien. Wir wollen das ja nicht, aber es passiert eben aus Versehen, da in einer Milliarde einmal ein Bakterium ist, das eben gegen unser Antibiotikum resistent ist. Und somit, bevorzugen wir dieses eine Bakterium und produzieren antibiotikaresistente Bakterien, gegen die das Antibiotikum nicht mehr wirkt. So, jetzt sagt ihr euch vielleicht, dann kann die Medizin doch bestimmt ein neues Antibiotikum entwickeln, das dann wieder wirkt. Ja, das dauert dann eine Zeit lang, dann haben wir ein Antibiotikum entwickelt, was wieder gegen diese blauen Bakterien wirkt. Aber dann haben wir wieder dasselbe Problem. Dann setzen wir jetzt Antibiotikum ein und was passiert? Ein Bakterium in einer Milliarde ist wieder leicht verändert und ist wieder resistent. Und so geht der Kreislauf immer weiter und wir sind immer mehr gezwungen, neue Antibiotika zu entwickeln, die irgendwann alle nicht mehr wirken. Und dann haben wir halt ein Riesenproblem. Und deswegen sollten wir auch eher ein bisschen sparsam mit Antibiotika umgehen. Klar, man braucht es in Situationen schon mal, aber eher doch sparsam damit umgehen, sodass wir da ein bisschen entgegenwirken können. So, ich denke, wir haben jetzt an genug Beispielen gesehen, welches das grundlegende Prinzip der Biologie ist, nämlich die Evolution. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was Evolution bedeutet. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr schon sehr, sehr viel verstanden, wie Biologie funktioniert. Und ihr habt auch viel verstanden, was viele Menschen noch nicht verstanden haben. Das heißt, merkt euch gut, wie Evolution funktioniert. Und ihr werdet in der Biologie immer wieder neue Sachen entdecken, die ihr genau darauf anwenden könnt. Ihr werdet vieles viel besser verstehen, wenn ihr verstanden habt, wie die Evolution funktioniert.